Hello. Na, ihr so? Es war länger als eine Sekunde. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub das ja gar nicht. So. Ach, herrlich. Zurück in Echo. Meine Lieben. Ich sag jetzt mal ganz kurz den Mitstreiters. Hallo. Hallo, Kalle King. Auch dir erstmal einen wunderschönen. So. So, Hallöchen zusammen an Code Blue und Zappes. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. So, ihr wart fleißig, ne? Äußerst. Äußerst? Also ich sehe ja schon mal einen komplett neuen Workshop. Was steht da? Schrei nach Liebe. Bitte. Was gibt's noch zu kaufen? Nix. Das ist schön. Da gibt's noch nichts zu kaufen. Bis jetzt hat das eigentlich ganz gut funktioniert, die Schreinersachen immer so ein bisschen nach Bedarf zu machen. Wenn jemand was braucht, stelle ich es rein. Wenn ich endlich nicht wirklich was übrig habe, weil wir eigentlich auch nie Holz übrig haben, nutze ich das überhaupt nicht. Stimmt allerdings. Da jetzt 100 Türen zu machen wie andere. Bitte? Bitte? Bedient euch, das bedient euch. Du musst dir vorstellen, ich bin heute Morgen richtig schön Mörtel sammeln gegangen. Ich habe mir eine kleine Sandmine angelegt. Oh, herrlich. Hab geguckt, dass die Steine alle im richtigen Lager sind. Freue mich, dass wir ganz viele Steine machen. Ja, ja, ja. Und dann will ich mir ein Haus bauen und es ist einfach nichts da. Und alles ist in irgendwelche Türen und Statuen gegangen. Ich dachte nur so, das ist wichtig. 3 Stunden gearbeitet für nix. Ich sehe gerade, ihr habt Kohle gefunden. Es ist ist völlig crazy, was da schon wieder alles los ist. Wir haben doch ein Lager. Das kann ich ablegen. Oh no. Okay, alles klar. Habe ich hier irgendwo ein Untergrundlager, das ich anzapfen kann? Ja, Untergrund 2, dann muss das da mal rein. Ja, alles klar, okay. Ja, ich verstehe. Untergrund 2. Wo ist Untergrund 2? Untergrund 6. Hey, wir haben so viele Lager mittlerweile hier drauf. So, weil die ganzen Waschtische arbeiten sich jetzt nämlich auch ein bisschen mit Sand auf. Dann müssen wir das nicht farmen, sondern dann nehmen wir das aus dem Stein, den wir hier haben. Und das wird... Damit laufen die ganzen Produktionen jetzt alle durch. Ach, herrlich. Wir brauchen mehr Waschtische. Kann ich hier produzieren? Das wäre. Haben wir noch welche? Ich weiß es gar nicht, ehrlicherweise. Einen müssten wir noch irgendwo rumstecken. Irgendwo muss noch einer sein, ne? Habe ich den eingesteckt? Ja, nee. Ich schau mal schnell, ob ich den auf Anhieb vielleicht finde. Da ist einer, ja. Haben? Okay. Dann stellen wir den hier hinten auch gleich auf, weil dann, ne, und so. Gut, speichern. Also. Untergrund 6 nehmen wir mal. Die Mine gibt ab. Untergrund 7 nehme ich auch mal an. Ja, wir haben sehr viel giftigen Schlamm mittlerweile, ist mir aufgefallen. Sehr viel giftiger Schlamm. Die Granitmine sollte bald dazu geeignet sein, dass man da ein Endlager aufbauen kann. Ja, das wäre großartig. Oh. Ich glaube, ich brauche noch mehr von Zappes Köstlichkeiten. Ja. Muss mal schnell zu Zappes Shop gehen. Ey, Claudius, wunderschönen guten Abend. Killer Dragon, auch dir natürlich. Pippa ist auch im Chat, hallöchen. Last Engineer. Last Engineer, ich habe deine Bewerbung, habe ich gesehen. Ich schaue nochmal heute Abend rein. Wir hatten noch 1-2 mehr Bewerbungen. Und da wollte ich dann nochmal gucken. Da wollte ich dann nochmal gucken, wer da noch alles drauf geht auf diesen Server. Müssen wir mal ganz kurz hier die besten Köstlichkeiten von Lenitz schnappen.
Bautz steht vor mir. Ich glaube, Bautz möchte mir reden, vermute ich. Ich gehe mal kurz runter. Ich bin gleich wieder da. Ja, Hallöchen. Ja, Hallöchen. Hallo. Wenn du mal auf die Karte schaust. Ja, ich schaue. Wirst du feststellen, dass es jetzt einen Rundwanderweg gibt. Einen Rundwanderweg? Bei euch in Utopville? Wenn du von euch nach Norden gehst. Von uns nach Norden, ja. Da wo Zappes und Markus. Da wo oben bei dir neben der Zwergenstätte. Ja, da wo Zappes ist, raufwärts, da wo Con steht. Und da oben was ist das da oben? Da fehlt unsere Eisenmine. Ah. Okay. Da haben wir jetzt einen kleinen Rundgang. Ach, schön. Und lass mich raten, das dazwischen wollt ihr als Forstgebiet haben? Nee, das ist jetzt eine Mine. Ein Forstgebiet. Einfach nur so ein Rundweg, dass man halt montan da besser Bäume fällen können. Oder wenn ihr da hinten an der Kreuzung, könnt ihr auch da runter. Deswegen weiß ich ganz klar, wo jetzt Zappe steht, ob da jetzt in Ordnung ist mit dem Untergang, halt mit Kurt Blume gesprochen gehabt, aber... Mhm. Ja gut, wir wollten irgendwann mal in Zukunft die jetzige Straße Richtung Mondheim dann an unsere Hauptstraße erweitern quasi, dass man da im Graden rübergehen kann. Mhm. Na? Also das ist jetzt ist noch in weiter Ferne, jetzt für den Moment noch nicht, aber da wo Zappes jetzt quasi ist, das ist so der momentan der Ortseingang. Ja. Nee, aber passt wunderschön. Habt ihr schön angelegt. Man ja immer noch verändern, schöner machen. Ja. Ich bin, habt ihr auf der Straße, die zu euch runterführt, habt ihr da eigentlich schon Wegverschönerungen drauf? Bisher noch nicht. Ich hab teilweise ein paar Steinstraßen schon gesetzt. Mhm. Insbesondere im Eurotunnel. Ja. Richtung Mondheim hoch, ne? Der Elbtunnel. Mhm. Ja. Mhm. Da habe ich jetzt schon mal ein paar Steinstraßen hingesetzt. Okay. Schönerungen kommen auch noch, aber man braucht sehr, sehr viel Holz. Sag mal, ist das bei Kirito da drüben eigentlich ein Staudamm oder eine Brücke? Das erkennt man gerade auf der Map nicht so. Kein Schimmer, was der da treibt. Ich habe auch keine Ahnung. Bin sehr gespannt. Ich harre der Dinge, die da kommen werden. Freue ich mich jetzt schon drauf. Sehr schön. Ja, cool. Ihr wart ja mega hart fleißig. Ansonsten läuft alles bei euch? Alles gut soweit? Ja. Der Server hat mal ab und zu mal seine kleinen Faxen gemacht, aber... Ja, gut. Aber es geht ja meistens dann auf ein paar Sekunden wieder, ne? Genau. Ja. Ja, bei meinen ist es halt sehr, sehr nervig. Bitte was? Bei meinen ist es halt schon... Ja, gut, das ist klar, ne? Da kommt er aber auch ans Limit von den Berechnungen. Das ist normal. Ne, sonst alles butterweich, außer diese Mikro-Lags. Mhm. Wenn man bedenkt, auf einem Testserver war man ja weniger und hier ist es trotzdem noch so stabil mit, ne? Ja. Also ich bin auch total begeistert, dass es dann tatsächlich unterm Strich so gut läuft noch. Ne. Bin ich ehrlicherweise ziemlich happy sogar. Ja, cool. Dann gehe ich mal ganz kurz wieder hoch, weil ich muss da auch noch mal ein, zwei Sachen machen. Und wir hören uns. Ja, alles klar. Haut rein. So, wieder da. Willkommen zurück. Hallo. So, es ist an der Zeit, Code Blue. Was ist an der Zeit? Den Stern zu vergeben. Der Schmelzerstern. Hui. Und this will consume one star, leaving you with null remaining, continue, ja. Zack, drinnen sind wir. Wuhu. Endlich. So. Ah, geil. Oh, nice. Das schon gut, ne? Okay, Eisen, hab ich gehört, wird heute Thema werden. Mal gleich hier 20 rein.
Wir haben ja schon sehr viel verarbeitetes oder vorbereitetes Eisen. Und da gehe ich jetzt rein. Ne? Also wir werden dann gleich auch weitermachen damit. Den Amboss brauchen wir nämlich noch. Oh, Serverlag. Tobias sagt gerade im Chat, ist schon krass, was auf dem Server schon passiert ist. Ja, mega, ne? Also, vor allem, wie viele Leute da jetzt schon so viel Zeit investiert haben. Punkt. Und noch ein Monat. Moin Zwerg und Chat. Hansa-Fan, dankeschön. Danke vielmals für den 19. Monat schon an der Stelle. Dankeschön. Oh. Kohle, das ist Kohle. Kohle für die Schmelzen ist in Ordnung, nehme ich an, ne? Ja, das klingt sinnvoll. Klingt für mich auch ganz gut, dann hau ich das mal rein und dann ab dafür. Jetzt produzieren wir Eisenbarren. Und zwar jetzt. Die Schmelzen laufen. Und, oh, da brauchst du gar keine Lampe mehr reinstellen. Das ist ja großartig. Schön. Dauert ewig. Es dauert wirklich ewig. Ich stelle gerade 20 Eisenbarren her, das dauert über eine Stunde. Okay. Gut. Okay. Crazy. Ja, schön, das Giftige wegpacken. Apropos giftig, das wollte ich jetzt mal ganz kurz mal gucken, wie schlimm ist die Lage gerade bei uns. Das wollte ich die ganze Zeit mal angucken, weil es gibt nämlich mittlerweile Ground Pollution bei uns. Huch. Es ist, komischerweise ist das Epizentrum bei Code Blue. Ja, das ist genau, wo das Lager unten drunter ist, wo der Scheiß drin liegt. Ja, ja. Die ganze Schlacke, widerliches Giftzeug, ey. Warte kurz, ich versuche mal den Zwischengang zu gehen. Boah, ist ja auch schon... Alter. Ja, ja, da strahlt's aber... Oh ja. Das ist wie wenn du in den Kernmeiler mit deiner Schwimmente reingehst. Huch. Ja, ja, das seucht hier alles voll. Ekelhaft. Ja, aber man sieht schon, das ist bei uns. Wir haben momentan die. Ich glaube, wir sind momentan die einzige Stadt, die derart Verschmutzung hat. Ja. Also, ich habe keine andere bisher gefunden, die überhaupt so eine Bodenverschmutzung hat. Wir sind momentan die einzigen. Kurt Blue, pass da mal bitte auf, wo du gerade bist, weil da kommt jetzt der nächste U-Turn hin. Also, da jetzt nicht mehr tiefer runter. Alrighty. Also, ab hier ist jetzt quasi wieder in die Richtung oder in die Richtung? In welche Richtung möchtest du weiter? Es geht dann 6 Blöcke aus nach vorne hier noch tiefer rein, aber auf gleicher Höhe. Dann lassen wir 3 dazwischen wieder frei, genau wie oben bei dem U-Turn, und dann wieder ein 6x6er Block und von da aus geht's wieder runter. Alter Schwede, okay, ihr seid ja schon richtig fleißig. Oh. Alter Schwede, ey. Na, ihr tapferen Bergmänners? Eco am Abend vertreibt Kummer und Sorgen, smiley face. Ich glaube, man merkt, dass ich gestern bis um 3 gebuddelt habe, oder? Man merkt das sehr. Man merkt das, ey, das ist so insane, schon krass, wie weit das schon runtergeht. Ey, Robby, dankeschön für 100 Biddies. Also, irgendjemand hat ein kaputtes Werkzeug von euch. Ja, ich, sorry. Ich auch. Ja,
Sag das, wenn du gerade oben bist, willst du vielleicht noch einen zweiten Karren mit runternehmen? Ich habe oben in der... Ich habe da oben nur welche von Zwergtube gesehen und die darf ich alle nicht benutzen. Echt nicht? Ja, du hast oben haben wir noch welche im in den Werkstätten. Das habe ich eben noch zwei neue erstellt. Da kannst du einfach einen rausnehmen, dann gehört der quasi dir. Zu spät, bin schon wieder um. So. Ah ja, die Rampe läuft. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal ganz kurz nach oben. Und schau mal gerade, dass die Verarbeitung da oben anständig läuft. Weil da hängt mir gerade schon wieder zu viel. Alter, ist das schon wieder ein ewiger Weg. Ist doch einer von meinen. Habe es auch freigegeben. Gut. Dann lass mal oben schauen schnell, dass die Produktion läuft. Schildi, bleib bei mir! So. Das läuft hier nicht. Durch. Das ist einfach zu langsam. Mal schauen. Eis noch herein. Ich muss gerade mal rausfinden, wo der ganze Granit landet. Das ist natürlich super dämlich. Ja, wir haben gerade einen kleinen Hänger. Der Granit oder die Verarbeitung zum Zercrushen funktioniert gerade nicht. Warum? Weil der Granit nicht in einem Lager liegt, woraufhin die Mühlen drauf zugreifen können. Der liegt ja hier oben am Eingang. Und von dort aus kriegt man nicht hier rüber. Na, unangenehm. Sind genau zu weit weg, die Speicher hier. Außerdem ist hier voll im Untergrund 8, ist zu viel drin. Okay, das ist schwierig. Wir haben echt keinen Platz mehr hier unten. Hier ist Lehm drin. Untergrund 7. Okay, wenn wir das jetzt ein bisschen umschlichten, dann müsste es gehen. Dann müsste es eigentlich funktionieren. Dann nehme ich jetzt dieses Ding als Zwischenspeicher, als Relay quasi. Mal gucken. So. Ja, dann geht's. Und dann gebe ich das Ding jetzt in den Untergrund 7 und dann läuft's los. Okay, sehr gut, okay. Und es läuft auch wieder weiter. Puh.
Da ist Zapp es wieder mit frischer Ladung. Dann nehme ich das da raus, dann kommt das wo rein. Das kriegen wir noch nicht weg. Wir brauchen eigentlich mehr Lagerfläche. Wir haben schon wieder viel zu wenig. Ich glaube, wenn wir den giftigen Schlamm einmal los sind, dann geht es wahrscheinlich auch wieder mit. So viel ist es. Also es ist schon viel, aber nicht so viel. Das sind bestimmt 2 Stockpiles, oder? Nee. Eins vielleicht, wenn es hochkommt aktuell. Warte kurz. Da ist ein bisschen was drin. Ja gut, 1,5 vielleicht. Es ist schon viel, aber das meiste, was momentan drin ist, ist Ziegel aus Granit. Also davon haben wir wirklich insane viel mittlerweile. Ja gut. Ja, es ist natürlich auch, hat natürlich auch einen Nutzen, ne? Muss man fairerweise dazu sagen. Ich überlege gerade, ob wir jetzt, hier sind Zweierreihe. Dann müssten wir jetzt eigentlich einen Weg dazwischen lassen und danach die nächste Fünferreihe, also die nächste bauen. Alles schön in Lenitz Küchenwagen rein, weißt du, den ganzen Dreck. Ach, wer kommt wieder den Drifter Schlag? Das ist nur Erde von Mutter Natur, das ist alles healthy. Weißt du, es ist so ein bisschen, geht so in die Bio-Richtung dann schon fast. Ja. Und wenn wir da jetzt Kohle reinwerfen, dann ist das auch Aktivkohle. Ah, meinst du, das reinigt dann auch noch? Da kriegt die Lenitz Gemüsesuppe gleich eine völlig neue Bedeutung. Thank you.
won't you take me out just to walk me home again? I can't remember when you made me count from 1 to 10. And when I opened up my eyes, you were standing way too close. I felt your breath. Tried to warm me up and get my juices flowing hard, yeah. But I'm already gone. I see my hand and pick the card. So there's a reason to it all. Before you sell all that you've got, be sure to call. And there's a way around the fear of losing everything you ever thought was real. Und dann bauen wir hier jetzt quasi nebenan weiter, Fragezeichen. Also machen wir hier wieder eine Dreierbreite rein. Also ich würde hier wieder so einen, ich würde immer so quasi Sechserblöcke reinbauen. So ein Sechserblock macht einfach vom Zugriff her am meisten Sinn auf die Dinger. Finde ich jetzt irgendwie schöner auch. Also 3 und 3. Also hier genau. Hinter, wo jetzt quasi das Haus ist, kommen dann nochmal weitere 3. Stockpads. Ah ja, stimmt. Das macht ja Sinn, da direkt die Stockpads dran zu setzen. Ja. Stimmt. Also am wenigsten Platz verloren auch. Und wir kommen überall noch durch. Hm. Okay. Gut, dann haben wir noch eine Baustelle. So. Dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das Lager hier vielleicht leer bekommen. Oder zumindest teilleer, das wäre ja schon mal was. Ja. Okay. Weil ich komme nämlich mit Zappes Wagen hier oben, komme ich tatsächlich dann, wenn ich den richtig hinstelle, an die Lager ran. Jetzt muss ich bloß schauen, dass die oben alle auf dieses Lager hier vorne verweisen, auf das 10er. Ich weiß nicht, ob die Crusher da reinkommen. Müssen wir mal schnell schauen. Aber die laufen, glaube ich, gerade, oder? Nee. So, jetzt schauen wir mal. Der 10er ist am weitesten weg, vermute ich. 4, 7, 8. Ne, auf den kommen sie nicht mehr drauf. Das heißt, der 8er, warte mal, welcher ist der, der direkt darunter ist? Dann müssen wir das mal umbenennen, das Ding. Das ist der 8er. Und auf den kommen die noch drauf. Dann ist das Untergrund 8, Stein, Rohsteine. Nennen den jetzt Untergrund 8 Rohsteine, weil dann müssen wir uns da nicht jedes Mal überlegen, was wir damit machen wollen. So. Wir müssen bloß schauen, dass wir das Zeug da rausbekommen. Nichts leichter als das. So, das weg noch. Ja, und dann können wir in die 8er, können wir dann alle Rohsteine reinwerfen, die wir so haben. So. Meine Chaos hier, ey. My eyes can't help looking at you right now. So much emotion, just pick your poison. Is every move you make even allowed? Can't get enough. I try my best to look away, but I can't stop.